Libertas aus, Libertas aus. Hallo, hier bin ich wieder und neben mir traut sich gerade ganz vorsichtig die Wendy ran. Das ist eines unserer scheuesten Ponys. Ich drehe es mal ganz vorsichtig, wahrscheinlich springt sie dann weg. Wendy, schau mal hier. So wirklich suspekt ist ihr das nicht, dass hier plötzlich ein Laptop steht mitten in ihrem Ponystall. Aber ich dachte mir, es ist trotzdem wieder cool hier zu sein. Und jetzt geht's auch gleich los und ich werde versuchen, ganz langsam und deutlich zu reden, damit das bei mir dann auch so gut klingt wie bei der Barbara davor. Okay, los geht's. Grömlitz, Winter 2012. Silvester 2012. Corinne und Tamara haben zunächst den Gottesdienst in der Grömlitzer Kirche genossen. Statt der sonstigen 5 Leute waren ganze 19 Personen dort gewesen. Nichts gegen Weihnachten, da war das Gotteshaus voll gewesen. Sie haben Pfarrer Meiner, der wie üblich eine interessante und anregende Predigt gehalten hatte, ein gutes neues Jahr gewünscht und sind nun, bewaffnet mit einer Flasche Rotkäppchen-Sekt, halbtrocken, und einer Schüssel Nudelsalat, auf dem Weg zu den Schneiders. Corinne voller Vorfreude auf einen Abend mit den Freunden, Weinmüllers hatten sich angesagt, ebenso wie Dietmar, den sie seit der Strohszene nicht mehr gesehen hat. Tamara eher mit gemischten Gefühlen. Es war ihr nicht gelungen, im Vorfeld zu eruieren, ob der unsägliche Devon auch dort sein würde, dem sie auf gar keinen Fall begegnen wollte. Ach, er ist sicher irgendwo eingeladen. Er gehört zu den coolen Kids. Der feiert doch nicht mit seinen Eltern, betet sie wie ein Mantra vor sich hin. Lachen erfüllt das Wohnzimmer der Schneiders. Im offenen Kamin brennt ein Feuer, alle sitzen jedoch am Esstisch und reichen sich gegenseitig Schüsseln mit köstlichen Salaten, Fleisch oder Platten mit Käse, Gemüse oder Dips. Reichlich fließt der Sekt und alle sind guter Laune. Als Corinne und Tamara kommen, sind die Weinmüllers und Dietmar schon da. Kurz nachdem sie sich an den Tisch gesetzt hatten, hatte es erneut geschellt. Und Dedo, die Zauberfee, war erschienen im Schlepptau, ihren Mann Karol, der Corinnes stets mit hingabevollem Seelenblick mustert, seit er im Sommer mit Gerhard Schneider zusammen einen Reitkurs bei ihr belegt hatte. Seine offensichtliche Leidenschaft für Corinne hatte diese nicht gerade in Dedos ohnehin geringer Gunst steigen lassen. Die Tage Karols als Corinnes Reitschüler waren ebenfalls alsbald gezählt. Gerhard allerdings war seitdem regelmäßig zum Reiten gekommen und hatte auch beachtliche Fortschritte erzielt, sodass er Corinne nun auch schon auf Ausritten begleiten konnte, bei denen sie den noch immer oft unkontrollierbaren Hengst ritt und der einen verlässlichen Wallach. Corinne genoss diese meist schweigenden Runden, die ihr halfen, mit ihrem geliebten, aber schwierigen Pferd ein wenig besser zurechtzukommen, übte doch der Wallach einen beruhigenden Einfluss auf den Hengst aus. Zu Tamaras Entsetzen und Entzücken ist auch Devon anwesend. Wie selbstverständlich hat er sich neben Tamara gesetzt und verblüfft sie nun schon den ganzen Abend als formvollendeter Tischherr. Stets füllte ihr Glas nach, auch wenn sie abwinkt, hat sie nun schon, scheinbar unbemerkt von ihrer Mutter, das zweite Glas Sekt vor sich stehen. Er reicht ihr die Schüsseln und Platten und füllt ihr pausenlos den Teller mit den besten Köstlichkeiten. Insgesamt ist es eine harmonische und freundliche Runde, die nichts zu trüben scheint. Gerade erzählt Erika eine unzusammenhängende, aber lustige Geschichte aus Florins Kindheit, in der es um ein paar gestohlene Hühner geht, Jugendliche, die am See zelten und Florin da mitten darin. Dietmar, der die Geschichte kennt, sie vielleicht sogar selbst miterlebt hat, schlägt sich vor Lachen auf die Schenkel, als er sich daran erinnert, wie der Hühnerbesitzer sich wundert, dass der Fuchs den Hühnern so sauber die Köpfe abgetrennt hat, bevor er sie aus dem Gehege entführt hat. Himmel, entfährt es Corinne, was hattet ihr denn für eine Kindheit? Hühner klauen und dann schlachten oder wie? Habt ihr die dann gegrillt? Erika lacht. Na klar, was dachten sie denn, dass die mit denen gekuschelt haben? Bei uns hat niemand Hühner gehalten, denkt Corinne laut nach. Da konnte also auch keiner welche klauen. In Grömlitz hält noch heute beinahe jeder Hühner. Halb vergammelte und verhungerte, räudige Tiere wie Heiko Bagger in einem Drahtverhau oder große, dicke, gepflegte wie Dietmar, die auch Zutritt zu Haus und Küche haben. Hätte ich nie gemacht, fügt Corinne hinzu. Hühner verursachen mir Unbehagen. Der starre Blick und das dauernde Picken, manchmal ein Grund, Dietmars sonst so gemütliche Küche zu meiden. Denn ein Huhn auf dem Schoß, das wäre ein Albtraum für Corinne. Hühner sind ganz stark besetzt magische Tiere, weiß Dedo einzuwerfen. Sie werden von Voodoo zum Voodoo benutzt und Hühnerblut ist sehr, sehr magisch. Corinne lacht. Manch andere nehmen dafür Socken. Die anderen sehen sie verwundert an. Mandy jedoch wirft ihr einen so wütenden Blick zu, dass Corinne abbricht. Auweia, ich wusste ja nicht, dass das ein Geheimnis ist. Es war ihr tatsächlich gelungen, aus dem Gemeinschaftsbadezimmer bei den Weinmüllers ekelschüttelnd eine gebrauchte Socke Mike Gummels mitzunehmen, die sie Mandy dann voll Stolz über die Beute und Ekel über dieselbe gebracht hatte. Mandy hatte sich überschwänglich bedankt, aber vom Ausgang des magischen Experiments nicht weiter berichtet. Und offensichtlich wollte sie dies auch hier und jetzt nicht tun.
Auch ich habe euch schon von dem einen Künstler aus München erzählt, oder? Den ich kannte, der Installationen aus bunt lackierten Hühnerknochen gemacht hat, versucht Corinne nun abzulenken und es gelingt ihr. Das Gespräch wendet sich nun wieder Hühnern, Florin und Dietmars Jugendsünden und Geschichten aus Krömlitz zu. Komm mit. Dämon steht auf und zupft Tamara am Ärmel. Warum? Zischelt sie. Sie wirft ihrer Mutter einen Blick zu. Diese unterhält sich lachend mit Dietmar. Wie schön, denkt Tamara. Wir hatten schon Angst, die unschöne Strohzähne auf dem Hof würde zu einem Zerwürfnis führen. Wie schön für Mom. Sie mag Dietmar sehr. Wohin? Setzt sie nach. Komm mit. Dämon geht zur Tür. Sie steht auf, setzt sich vor Schreck fast wieder hin. Beinahe wäre sie gefallen. Der ganze Raum dreht sich und sie wird es niemals schaffen, den Ausgang zu erreichen, ohne fürchterliches Aufsehen zu erregen und über alles zu fallen. Krampfhaft hält sie sich an der Lehne des Stuhls fest. Wie ein Schatten ist Devon wieder an ihrer Seite und nimmt ihren Arm. Langsam und entschieden führt er sie zur Tür. Bevor sie den Raum verlassen, fängt Tamara Mandys Blick auf. Der Blick irritiert sie. Er ist prüfend, fast klinisch, nicht fragend oder neugierig freundlich, sondern abwartend und irritierend intensiv. Schon hat aber Devon sie zur Tür hinausgezogen und auf den Gang. Im Eingang sitzt die getigerte Katze der Familie, zusammengekauert wie ein dicker Fellball. Als die beiden an ihr vorübergehen, faucht sie leise. Tamara will sich hinabbeugen, um das Tier zu beruhigen, aber Devon zieht sie energisch weiter. Lass jetzt, komm! Die Welt beruhigt sich langsam und hört auf, sich um Tammys Kopf zu drehen. Die kalte Luft vor der Haustür tut ein Übriges und ernüchtert sie schnell. Sie haben keine Jacken an oder Handschuhe und Mützen, aber Devon scheint die Kälte nicht zu stören. Fröstelnd folgt Tamara seinem schnellen Schritt die Straße hinauf. Er biegt beim Sportlerheim ab, an der Bank vorbei, auf der ihre Mutter immer sitzt, um ihr Internet zu empfangen, die steile Stiege zum Sportplatz hinunter. Es ist stockfinster. Warte, ruft Tamara halblaut. Ich kann nicht so schnell. Er scheint sie nicht zu beachten. Ja, springt sogar noch schneller die groben Holzstiegen hinab. Durch den schnellen Lauf wird Tamara warm und sie friert nicht mehr, als beide nun eilig den dunklen Sportplatz überqueren und das Gelände am hinteren Platz verlassen. Dahinter liegt das Naturschutzgebiet. Einst undurchdringliches Dickicht, nun aber durch die Pferde der Halsvor gerodet. Der Aufwuchs im Winter niedrig, auch wenn hier nun keine Pferde stehen und das Gelände somit begehbar ist. Devon strebt eilig weiter, durchquert die erste große Wiese, beginnt dann die steilen Porphyrfelsen zu erklettern, die die beiden großen Flächen voneinander trennen und sich wie eine Nase steil in den Himmel schieben. Devon, hör auf, du bist verrückt, das ist viel zu dunkel. Lass das, das ist schon bei Tag steil, aber nachts ist das voll gefährlich. Tamara bleibt unten stehen und sieht nur noch, wie Devon über die Kante verschwindet. Kann der fliegen oder was? Sie wird umdrehen. Sie geht da nicht rauf in der Nacht. Sie ist doch nicht lebensmüde. Sie wendet sich ab und will sich den Weg über die Wiese zurücktasten. Da steht er plötzlich neben ihr. Erschrocken zuckt sie zusammen. Wie geht das? Eben war er noch da oben. Wie kommt er so schnell wieder herunter? Sie hat ihn auch gar nicht kommen gehört. Wie hast du das gemacht? Fragt sie verblüfft. Komm jetzt, sagt er ungehalten, greift sie am Arm und beginnt sie den Felsen hinaufzuziehen. Oh, Devon, lass das. Wir werden abstürzen und uns verletzen. Ich habe kein Handy mit und hier wird uns niemals finden. Das ist gefährlich. Unerbittert zieht er sie weiter. Tamara kennt den Felsen. Im Sommer sind sie ein um das andere Mal hier hinaufgeklettert. Von oben hat man einen fantastischen Blick über die Koppel. Aber es gibt nur einen schmalen Weg zwischen den scharfkantigen Felsen hinauf, der schon im Hellen schlecht zu sehen ist. Devon jedoch scheint ihn mit schlafwandlerischer Sicherheit zu finden und ohne ein einziges Mal zu stolpern oder zu straucheln, bringt er sie sicher hinauf. Schwer atmend lässt sie sich neben ihn auf die Felsenklippe fallen. Oh, du bist ja irre, schnauft sie. Das war echt gefährlich. Hier war früher mal eine Kirche, sagt er langsam, ohne auf ihren Einwand einzugehen. Pratis hieß das hier. Die Gremlinser haben das geschliffen, als sie das Dorf gebaut haben. Stein für Stein abgetragen und daraus Gremlitz gebaut. Es heißt, das war in Vorzeiten schon ein magischer Ort gewesen. Und vor der Kirche war hier eine alte Opferstätte. Uralte magische Strömungen sind hier. Glaubst du so einen Kack? Fröstelnd zieht Tamara ihren Pullover enger um sich. Wie die irre Dedo. Hühnerblut und sowas. Schlachten wir jetzt hier einen Huhn und beschwören ein paar Geister? Das erste Mal, seit sie aufgebrochen sind, sieht Devon sie an. Dann beugt er sich vor und küsst sie. Lange, hart und fest. Tamara wird schwindlig. Viel, viel schwindlicher, als ihr von dem Sekt vorher war. Und ihr Herz schlägt laut, hart, schnell in ihrer Brust. Als wollte es sie zerspringen lassen. So, meine lieben Leute, das war's auch schon für heute. War ein langer Abschnitt. Genau, es ging endlich mal wieder um Tamara und Devon. Die sind ja meine absoluten Lieblingsmenschen. Also zumindest Tamara und Devon jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber vielleicht wird er ja noch. Genau, besucht uns gerne auch auf Twitter. Wir haben mittlerweile eine Twitter-Seite und natürlich gerne auch auf Facebook. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!